Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge LS19 auf der Holzermap mit dem Paul und meiner Wenigkeit. Schönen guten Tag. Hallöchen. Und heute mal ohne komisches Gesurre. Ist ja Wahnsinn. Ohne komisches Gesurre? Ja, dein komisches Geräusch, das du sonst immer machst. Ach so. Faszinierend. Ja, ne? Komisch, oder? Mhm. Ja. So, Feld. Was piept hier? Meine Presse. Du kannst doch einfach durch den Wald hochfahren. Ist ja faszinierend. Wir haben das ganze Land da oben gekauft. Alles klar. Der Wald gehört auch uns. Jawohl. Wollen wir Ron und Simon holen? Was? Ron und Simon, die einmal hier abholzen alles? Oh, ich bin auf den Ball drauf gefahren. Aus meinem Team wüsste ich jetzt zwei, die das machen würden. Da habe ich so zwei Bekloppte, die total auf Holz stehen, ey. Och, ich find's auch gar nicht so schlecht, aber es ist einfach... Das Handling ist nicht ganz so dolle und die Performance ist einfach scheiße. Was ist hier nicht drauf? Hier ist drauf Raps. Hier geht kein Unkraut weg. Was? Ah, doch. Doch, geht weg. Ja, das ist... Scheiße, das fällt mir so pflügen. Oh. Das sieht nur so ein bisschen komisch, das sieht man nicht so ganz. Weil schon die erste Wachstumsphase da ist, deswegen. Ja. Aber ist auch sparsam, ne? Der Pflanzenschutzmittel. Ja, ja. Ist auch gut so. Teuer genug, das Zeug. Auf jeden Fall. Also ich bin gerade relativ froh, dass... Guten Tag. Hallo. Hallo. Mahlzeit. Relativ froh, dass ich da bin. Das ist... Ich werd fast rot, Paul. Nee. Relativ froh, dass wir überall Zäune um unsere Wiesen rum haben. Das kann man für dich tun. Entschuldigung, das hatte eben besser geklungen, was ich gesagt habe. Ich wollte Hilfe anbieten. Braucht ihr jemanden? Wir haben gerade noch ein paar Minuten Zeit. Im Moment sieht's eigentlich ganz gut aus, muss ich sagen. Okay, ja, alles gut, was wir angeboten haben. Warte mal ganz kurz. Klar. Ihr habt doch auch einen Tiefenlockerer, ne? Ja. Ich glaube mit 3 Meter Arbeitsbreite. Das Problem ist, ich kriege jetzt im Moment die Ballen noch nicht runter. Ja, nee. Vielleicht kommen wir später nochmal auf euch zu. Ja, versucht's gerne. Also, ne? Sagt Bescheid. Jo. Hoch schaffen. Tschüss. Ich würde eigentlich ganz gerne das Wieseneck da oben umpflügen, aber, das ist im Moment noch ein bisschen schwierig. Geht das mit dem Tiefenlockerer? Ja, der hat eine Pflügfunktion. Okay, alles klar. Wir müssen es ja nicht wirklich pflügen, weil das ist ja ein offizielles Feld. Ja, ja. Das ist angenehm hier dran. Weil ich würde da ganz gerne noch Mais drauf klatschen, bevor wir vorspulen über die Nacht, dass der wächst. Ja, ja. Ich weiß, ich verstehe dich. Das Problem ist nur dazu, dass wir die ganzen Ballen wegkriegen, dass wir den Maisaufsatz kaufen können. Und ansonsten ist es halt nicht so, dann gibt's halt nochmal Gras morgen früh. Jo. Ist jetzt auch nicht gerade Weltuntergang. Nein, absolut nicht. Absolutely. Ich bin jetzt dann echt mal gespannt, wie das dann weiterläuft mit Werner seinen Schmetterlingsmehrwerken. Weil so wie sich das angehört hat, haben sowohl Ron und Simon als auch Boxer und Uwe Interesse. Okay. Das könnte lustig werden. Tja, dann wird's einen Kampf geben, würde ich sagen, oder? Ja, großartig kämpfen rentiert sich halt auch nicht wirklich. Weil, wenn du dich da im Preis ein bisschen, so wie ich Werner kenne, geht er wahrscheinlich nicht weit runter mit dem Preis. Und wenn du dann mit dem Preis ein bisschen hochgehst, kannst du wahrscheinlich schon wieder neue kaufen. Davon kannst du mal ausgehen, ja. Die Frage wird dann nur werden, wer ist der Klügere, der nachgibt.
Keine Ahnung. Das wird interessant. Ich bin gespannt. Alter, hat er deutlich viele Lichter. Oh, die Ballenpresse hat schon 34% Schaden. Das dann geht aber schnell hoch. Dann reparier sie mal. Ich kann sie gar nicht reparieren. Das ist nicht unsere Maschine, so, glaube ich. Okay. Es ist an sich auch nicht meine Aufgabe, deren Maschinen zu warten. Wenn wir mal ganz, ja, gut, das stimmt auch allerdings. Ganz stupide an die Sache rangehen. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ach du Scheiße. Wir haben an dem kleinen Feld hier unten schon 13 Ballen. Echt so viel? Mhm. Oha. Ich bin auch gerade verschrocken. So, dann haben wir ordentlich was zum Aufsammeln. Das hätte ich jetzt nicht gedacht. Das sind 52.000 Liter. Holy shit. Und an denen da oben gibt es ja auch nicht so viel weniger. Ja, moin. Wir machen jetzt dann mal Fahrschule. Wie fahre ich mit welchem Gerät im LS? Wen meinst du damit? Du. Wieso? Wie fahre ich ein Vorgewende richtig? Oh, wie fange ich an zu fahren? Jetzt fängt er damit an, ey. Ja, beim Säen zu ersten Vorgewende. Beim Mähen schön sauberes Vorgewende fahren, dass man auch gut aufsammeln kann. Lauter solche Sachen. Damit gehe ich dir irgendwann mal auf die Nerven. Volle Begeisterung, ne? Merkst du was? Ja, ich merk's schon. Wie war das? Ich hab da sowas im Ohr. Irgendwer wollte auf Discord Moderatorrechte haben? Mhm. Ja. Aber ich hab's ja nicht gekriegt. Ja, wenn du so weitermachst, wirst du auch nie kriegen. Ja, alles gut. Wir kommen schon klar miteinander. Ach klar, auf jeden Fall. Bisschen Spaß muss auch sein, sonst macht's ja keinen Spaß. Alter, kommt da Zeug runter. Sag mal, das... Also... Ich weiß ja auch nicht, was sie da im LS angestellt haben, aber es ist... Es kann doch nicht sein, dass die Lage einfach sowas von overpowered ist. Ich weiß es nicht, keine Ahnung. Das ist echt witzlos. Ja, wenn du eine BGA hast oder sowas, oder einen gescheiten Verkaufspunkt, oder du machst ein paar Wiesen Silage, hast du Kohle verdient ohne Ende. Ja, ich meine deswegen, guck dir Werner an. Ah ja. Ne? Ich glaube, wenn wir das von Anfang an auch so gemacht hätten, würden wir genauso gut dastehen, glaube ich. Ja, aber es ist halt todlangweilig. Ja, logisch, es ist langweilig. Weil das kann man mal machen, aber irgendwann wird's auch, ja, langweilig. Ich hab jetzt an dem blöden Dreieck, habe ich... über 7 Ballen allein an der ersten Bahn außen rum gemacht. Okay. Ist doch gestört. Ja, logisch, ist gestört. Da fahren wir 4-mal zum Händler runter. Oh, ein bisschen was zu tun, ne? Zwei ja, Wagen. Kannst du nachher den JCB quälen. Zwei Wagen geholt und ab geht's. Bin gerade am Überlegen, weil. Pflügen müssen wir nach dem Mais eh wieder. Ich glaube, wir machen ja. Das einfach ohne Pflügen beim Mais. Wir klopfen den Mais einfach einmal drauf und fahren dann hinterher mit dem Pflug drüber. Ist, glaube ich, entspannter. Oh, das ist ja egal, wie du es jetzt machst. Die 10%, die sind, glaube ich, die Arbeitszeit nicht wert. Ich
meine, uns sitzt ja auch so ein bisschen die Zeit im Nacken, ne? Ja, eben. Wir haben noch 2 Stunden und die gehen relativ schnell rum jetzt. Richtig. So, Feldspritzen fertig. Wie viel Prozent hast du noch drin? 38. Okay, füllst du nochmal voll. Und dann überweist man denen einfach nochmal 2000 und dann ist gut. Okay, alles klar. I make it so. Das wäre super. Und dann kannst du zurückstellen und dann müsste hoffentlich auch demnächst der Ballenwagen da sein. So, warte mal, komme ich hier durch? Du bist da unten am Wegfahren. Ja, komm ich. Simon muss nochmal. Ne, der fährt hoffentlich zurück. Als wenn ich auf der Kuhweide. Was? So, jetzt bin ich auf der Kuhweide rausgekommen und dann mal das Tor öffnen und komme hier nicht durch. Wie kommst du auf die Kuhweide drauf? Ist da hinten der Zaun offen? Ja, der Zaun ist da hinten offen. Ah, gut. Gut, dass wir keine Kühe haben. Ja, jetzt hätte ich sie alle tot gefahren. Sonst wären jetzt alle abgehauen. Oder so. So. Deckel auf. Und auffüllen. Oder willst du ein bisschen Ballen pressen? Von mir aus können wir auch tauschen. Nee, ich bringe das mal erstmal weg hier und alles. Okay. Ich mache das Ding natürlich auch wieder sauber, ne? Das klar. Heißt, das heißt wir, es wir wieder. Sind ja da, wir sind ja freundliche Nachbarn. Richtig, genau. Wow. Was denn? Schönen guten Tag. Guten Tag. Hallöchen. Hallo. Danke, jetzt bin ich falsch gefahren. Wir haben gerade 2051 Abzug bekommen. Ich bin mir gerade nicht sicher, ob du die Feldspritze schon zurückgebracht hattest. Ja, wir haben sie gerade aufgefüllt. Wie viel waren es? 2051. Jawohl. Alles perfekt, klar. Alles gut. Ich wollte nur gefragt haben, wir hatten uns gerade gewundert, weil wir gerade auf die Finanzen geguckt haben und denken, was kommt denn da? Nee, alles gut. Nee, passt. Okay, mehr wollte ich gar nicht. Dankeschön. Dann bis später. Jo. Tschüss. Mimi. Nein, das war jetzt freundlich. Ja, das stimmt. Bleib stehen. Nein, warum soll ich stehen bleiben? Okay. Ich meine den Ballen. Der ist gerade auf den Ding zugerollt. So, warte mal, wie muss ich jetzt. Wie fahre ich denn jetzt am dürfsten? Links raus oder rechts raus? Rechts. Fahr vom Hof links raus und dann diesen Schleichweg hinter. Ah, okay, das bist du schon. Egal. Du kannst links raus und dann zwischen Feld 29 und 28 kannst du rechts abbiegen. Dann kommst du direkt bei denen am Hof raus. Ach so, okay, alles klar. Bist du sauschnell. Boah. Jetzt fahr ich hier oben, ne, links. Jetzt werde ich verfolgt von einem blauen. Oh, von dem Ungetüm, pass auf. Hat's gerade geleckt. Die Ballen kommen von hinten, das leckt. Alter, wirklich jetzt. Jetzt hat er gerade mit seinem Unimog gehupt, ey. Ja, die Tröte ist geil. Ja. Ich hätte ja nach wie vor gerne einen, aber es ist einfach. Abwechslung und so ist da nicht gegeben. Ah, oh, richtig, richtig. Alter. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Also Ordnung und Sauberkeit kennen Uwe und Boxer auch nicht. Nee. Also Sauberkeit sowieso nicht. Hier steht alles dreckig rum, ey, Junge. Ich habe jetzt schon 15 Ballen gepresst. Und ich bin in der dritten Bahn. Na, schön. Alter. Das ist schon krank. Den warten. Schön. Und lieber einmal Fett investieren, statt so, nur so ein kleines Grasfeld. Weißt du, was ich meine? Schönen guten Tag, die Herren. Schönen guten Tag. So, jetzt war ich mal freundlich. Ja. Ich habe euch eure Feldspritze wiedergebracht. Habe ich da ordentlich und natürlich sauber wieder hingestellt, ne? Hoch die Hände, Wochenende, nee. Hup, hup, hup. Ja, das, vielen Dank. Ja, bitte, bitte. Ja, da. Jo. Uwe spricht schon von hoch die Hände Wochenende, ah ja. Ich meine, klar, es ist Freitag, aber Wochenende? Naja. Es
nicht die erste Folge noch? Ja, eben deswegen, ja. Alles klar. 12 Uhr. So, Ballenwagen? Ja, Ballenwagen. Simon hat den Ballenwagen gerade. Oder ist gerade da mit dem Ballenwagen. Achso, okay. Es ist nur die Frage, ob er schon... Ob er wartet oder nicht. Ne, ich glaube, er fährt weg. Will er das machen, oder... Ah, ne, er hat uns hinten hingestellt. Ah, schön. Ja, ja, genau. Dann packe ich mir den gleich. Sauber. Sauber. 29 hast du schon? Hallo. Hallöchen. Hallo. Ich hätte zwei Fragen. Und wir zwei Antworten. Beziehungsweise nein, ich habe eine Meldung und eine Frage. Die Meldung, der Ballenwagen ist da, habe ich gesehen. Genau, den Ballenwagen habe ich neben euer Silo gestellt. Ja, den habe ich schon abgeholt. Und dann hätte ich ein... Marc, sorry, ganz kurz, komm bitte zuerst hier hoch, die Ballen wegsammeln. Dann kann man nachher anfangen sehen. Ach so. Ja. Und dann hätte ich noch eine administratorische Frage. Ich habe mich nicht als Admin anmelden. Ja. Weiß jemand zufällig das Passwort, weil irgendwie ist das, was ich mal hatte, nicht mehr aktuell anscheinend. Ja, aus gutem Grund. Weil Paul es geändert hat. Was hast du denn vor? Ich würde mich gerne als Farmmanager wieder anmelden. Ah, ja, warte kurz, mach ich schnell. Weil ich habe mich nicht kurz an Lust, extra jetzt rauszugehen. So, bitteschön. Danke dir. Das war's auch noch schon. Okay, dann, alles klar. Bis dann, ciao. Ja, ihr Lieben, das war gerade das Stichwort vom Simon. Das war's dann auch schon wieder für heute. Für den Moment, nicht für heute. Vielen lieben Dank fürs Zuschauen. Lasst gerne einen Daumen nach oben da, schreibt in die Kommentare und wir sehen uns später wieder. Bis dahin, tschüss und bye bye. Tschüss.